Jetzt geht's los. Power Meter eingestellt, connected. Ja, aber kein Akku für den Antrieb. Socken, Schlippis. Schade. Ich wollte eigentlich hier meine Trinkflaschen auffüllen. Gleich 5:30. Irgendwie sind wir echt spät dran heute. Mandelmilch und Bananenshake. Also Bananenshake mit Mandelmilch. Wir müssen uns beeilen. Es kommt gerade GZSZ, Junge. Komm. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tour-Video. Und zwar in dem Video fahre ich mit einem Kumpel zusammen von Nordhessen nach Südhessen. Genauer gesagt von Baunatal in der Nähe von Kassel nach Bad Homburg. Das ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Die ganze Strecke wird über Marburg gehen und zusammen kommen ca. so, ja, ich sag mal so 180, 190 Kilometer. Ich hoffe mal nicht unbedingt noch viel mehr, weil sonst sind meine Oberschenkel komplett im Arsch, sozusagen. Und zwar werde ich das so handhaben, dass ich dann dort in Bad Homburg einfach ein paar Tage bleibe bei einem Kumpel. Und ja, da habe ich mir gedacht, dann zeige ich euch auch mal mein vollgepacktes Rad. Also ist jetzt nicht vollgepackt, also weil kein Zelt und sowas alles dabei ist. Hier hinten in meiner Arschrakete befindet sich mein Essen zum Nachfüllen für meine Food Pouch. Dort habe ich dann auch noch meine Regenklamotten drin, falls es wirklich anfängt mit Regnen. Eigentlich war es heute nicht angesagt, aber wer weiß, ich muss ja auch wieder ein Stück zurückfahren oder wir fahren da unten noch in Frankfurt, da hätte ich gerne einfach ein paar Regensachen mit dabei. Hier in meiner Rahmentasche, da befindet sich mein Werkzeug, mein Kameraequipment und das war es dann eigentlich auch schon. Also viel mehr habe ich da eigentlich gar nicht drin. Und dann habe ich mir noch gedacht, okay, ich mache meine Lenkertasche hier vorne dran. Ich zeige euch die mal ein bisschen. So. Ja, da drin habe ich dann meine ganzen Wechselklamotten, sei es irgendwelche T-Shirts, Socken, Schlippis oder sowas. Ist alles dabei. Meine Food Pouch, da habe ich mein Fingerfood drin. Da kann ich halt einfach immer mal schnell reingreifen und was essen. Deswegen auch hinten mein Proviant drin. So viel dazu, wir sehen uns auf dem Rad. Oh, scheiße. Wir sind bei Kilometer 5. Ja, das kriegen wir alles hin hier. Wir sind gerade fast 2 Stunden unterwegs, haben 15 Kilometer geschafft. Ja, also bei mir war der Umwerfer irgendwie ein bisschen kaputt. Ja, von daher, jetzt stehen wir gerade noch am Radladen. Der Nils, der hat ein Problem mit seinem Wattmesser am Fahrrad. Jetzt geht's los! Power Meter eingestellt, connected. Ja, aber kein Akku für den Antrieb. Kilometer 14. Das ist der ganze Nachteil hier mit dem ganzen Elektrozeug. Ja. Die ersten 50 Kilometer haben wir weg. Wir haben nur Gegenwind und das nicht zu wenig. Das ist wie an der Küste hier, ansonsten, nur mit Bergen. Ansonsten wäre es ja langweilig, ne? Ja. Irgendeine, mal gucken. Hä? Irgendeine Herausforderung brauchen wir ja. Rückenwind kann jeder fahren. Ja, und doppelt so schnell. Also an den Römershäuser Hammer gibt es kein Wasser mehr. Schade. Ich wollte eigentlich hier meine Trinkflaschen auffüllen. Naja, vielleicht nur irgendwo ein Friedhof oder so auf der Nähe. Musik.
Fach treten, treten, treten. Voll Trail mit Gepäck. Geil. Ach, das war's schon. Gerade und kompletter Gegenwind jetzt. Weiter. Wenn Sie schön crooked grind machen. Ja. Was wollt ihr? Wir sind jetzt raus aus Marburg, haben erstmal schön Burger gegessen. Es ist jetzt gleich 5:30. Irgendwie sind wir echt spät dran heute. Naja, egal, jetzt sind noch 80 Kilometer to go. Nicht mehr ganz so viele Höhenmeter. Ja, ich hoffe mal, dass wir so 8:30 in Bad Homburg sein werden, wenn der Wind wieder nicht so stark wird. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Wir haben jetzt ca. 30 Kilometer Radweg vor uns. Ganz eben, ganz flach. Ja, so sieht's hier aus. Da muss ich doch sagen, da lohnen sich echt so ein paar Aerobars, auch beim Gravelbike. Einfach mal eine andere Position einnehmen und einfach treten und durchdrücken. Ich habe nur gefilmt. We'll be right back.
Komoot hat schön die Hauptstraße geplant. Schade, wir müssen nicht nach rechts. Hier gibt es grüne Pfeile für Fahrradfahrer. Oh. Aber wir haben grün. Warum geht denn das hier nur bergauf? Kurzes Update. Es wird langsam zäh. Wir haben jetzt 140 Kilometer weg. Es sind noch 40. Und jetzt kommen wieder ein paar Berge. Oh, heute Morgen war echt hart. Der Gegenwind war krass. Wir konnten so um die 20 km/h Maximum fahren. Ja, das hat ganz schön geschlaucht. In Marburg ein bisschen was gegessen. War ganz cool. Und dann haben wir erstmal reingehauen. Mit 40 km Radweg, nur gerade. War echt ganz schön. Konnte mal ein paar Kilometer machen. Und durch Gießen jetzt durch. Jetzt Richtung Butzbach. Und dann habe ich bald nach Bad Homburg. Na? So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier lang müssen. Aber wo wir jetzt gerade sind, habe ich keine Ahnung. In irgendeinem kleinen Dorf. Mandel? Mandel, ja. Dann machen wir Banane und Mandel mit Mandel. Ja, cool, danke. Dann gibt's Fettmandelmilch und Bananenshake. Also Bananenshake mit Mandelmilch, wenn wir ankommen, voll geil. Wir müssen uns beeilen, es kommt gleich GZSZ, Junge, komm. ja, das schaffen wir nicht mehr bis 20 Uhr. 19.40 Uhr. Guckst du das immer noch? Ja, aber selbstverständlich. geil. Jetzt aber flinke Kette hier. Hätte der lieber mal früher mit Verbotener Liebe angefangen zu gucken auf ARD. Gott. 1998. Das sind ja richtige Schnulzen. GZSZ ist auch nicht besser. Nochmal schöner Gravelweg bergauf natürlich, was sonst. Schön. Tja, da hinten ist jetzt Frankfurt. Sieht man wahrscheinlich nicht, aber ich kann es sehen. Haha, reicht. Schön Anstiege, Anstiege, Anstiege. Warum bist du runter jetzt noch geschafft? Ich sag mal so, so kann man seine GoPro auch halten. Kilometer 174. Und ich bin gut im Arsch. Wir haben jetzt nochmal gut geballert durch den Wald. Und allgemein ging ständig auch mal bergauf. Krass, krass. Jetzt noch 8 oder 7 Kilometer. Und dann endlich geschafft. Ich bin wirklich ganz schön knidder. Ey Leute, wir haben es geschafft. 181 Kilometer, 3. ich bin gut im Arsch. Jetzt schaffen wir noch die Fahrräder weg. Der da schließt auf hier, der Nil. In den geilen Privatkeller. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video, ne? Ciao, haut rein.